Heute lackieren wir unseren Bauch Maxi N. Hallo, ich bin Odas Werkstatt. Heute geht es um den Bauch Maxi N, den wir letztes Mal grundiert miteinander gefüllert. Soweit haben wir jetzt 2 bis 3 Wochen gestohlen. Nein, es sind sicher schon 3 Wochen her. Das ist das, was ich gemeint habe. Es gibt einfach eine gute, bessere Qualität, wenn ihr die Grundierung richtig durchdrücken. Wir haben ja letztes Mal noch mit der Spreidose die Schwärzungen gemacht. Die dienen jetzt auch dazu, dass wir jetzt eigentlich beim Schleifen, dass das so drüber schleifen, sehen wir sofort, ob es noch so Sprinkel hat, schwarze, dort ist nicht sauber und dort, wo es glatt ist, dort haben wir eigentlich schon mal einen geraden Boden. Ich fange jetzt an mit dem 240er Papier, arbeite mit dem Weiter 400, 600 und Ecken und Kanten kann man auch mit dem Scotch den noch scotchen. Dort geht es nur darum, um die Haftung. Mit dem Scotch machen wir nie eine gerade Fläche, da bleibt sie hoch, wie sie ist. Und der Finishleaf sollte mindestens 600 sein, wenn noch feine Silber oder so spritzt, sogar sicher 800. Und das ist eigentlich auch der wichtigste Arbeitsschritt. Wenn der nicht passt, dann hilft viel Farbe und Geduld nicht. Viele haben immer das Gefühl, sie können einfach einen Haufen Farbe draufklatschen. Und das kommen dann schon. Dann nützt es überhaupt nichts. Also der Schliff jetzt, der ist wichtig. Das ist maßgeblich für das Endergebnis, das wir nachher haben. Ich schleife jetzt mal ein Ganze und dann bauen wir mal wieder weiter. So. Jetzt habe ich alles geschliffen. Was ich letztes Mal auch nicht gesagt habe, ist, wichtig ist immer, dass man es noch entfettet, bevor man es lackiert. Das ist jetzt hier schon passiert. Ich habe es entstaubt, ich habe es ausgeblasen, zuerst einmal alle Hohlräume. Dann tut man es entstauben, dann entfetten. Alles soweit hergerichtet. Ich mache jetzt als Grundfarbe kommt schwarz, schwarze Basisfarbe. Da könnte jetzt grün, rot, gelb, violett oder irgendein blau metallig sein. In der Regel macht man so 2 Schichten. Wenn es nicht gut deckt, eine dritte. Anschließend kommen 2 bis 3 Schichten Klarlack. Und dann wäre eigentlich eine normale Lackierung fertig. Wir machen nachher noch weiter. Ich mache jetzt aber zuerst schwarz und Klarlack. Und dann gibt es eine Pause. Es sind jetzt 2 Schichten schwarz drauf. Bei schwarz langen in der Regel 2 Schichten. Weiß wäre vielleicht 3 oder vor allem gel. Es muss einfach sauber decken. Es wäre natürlich auch möglich, wenn man keine Metallicfarbe nimmt, einen Einschichter zu machen. Das heisst, eine Farbe nehmen, die direkt auch Fertiglack ist. Mache ich da jetzt bewusst nicht. Manchmal mache ich es, gerade bei so roten oder auch schwarz. Wenn man schwarz bleiben würde, würde man das wahrscheinlich so machen. In unserem Fall hat es einen bestimmten Grund. Wenn ich nachher mal weiterarbeite, brauche ich den Lack da oben drauf. Das ist jetzt der, der drauf kommt. Da mache ich jetzt 2 bis 3 Schichten, sodass er sich super verspannt. Und an dem Punkt wäre eigentlich eine normale Lackierung auch fertig. Egal, ob das blau metallic wäre, schwarz oder weiß oder rot. Bei uns geht es nachher weiter. Ich muss eine gewisse Trocknungszeit einhalten. Was wir daraus machen, sehen wir ganz anschliessend. Ich muss noch ein paar Stunden warten. Wie gesagt, da könnte man jetzt so sein lassen, noch fertig trocknen lassen. Dann hat man einfach ein schwarzes Töffli. Bis dahin ist es da, mit ein bisschen Übung. Auch jemand, der das nicht gelernt hat, kann man da machen. Ein bisschen Interesse, ein bisschen Übung, ein paar Gerätschaften. Und je mehr das man übt, umso besser wird es halt. Da, was ich ab jetzt mache, da braucht ein bisschen mehr. Also jemand, der halt sehr schmal jetzt ein bisschen mit der Becherpistole lackiert und nicht mit der Spraydose, der würde ich sagen, soll das bitte lieber noch nicht machen. Ich habe jetzt hier rein eine Chrombeize. Da gibt es einen chromähnlichen Effekt, den muss ich jetzt ganz fein auftragen. Und mit dem lassen wir jetzt los. Jetzt sieht er etwa so aus wie poliertes Aluminium. Also wir haben eine höhere Brillanz, nicht ganz Chrom, da bringt man nicht an mit Lackieren, aber so ähnlich. Ich sage immer, es ist so poliertes Aluminium, in die Richtung. Auch da ist nicht die Endfarbe, die er hat. Jetzt geht es weiter, jetzt kommt eine Speerschicht, um das Ganze zu fixieren, plus eine dünne Schicht Klarlack, damit ich wieder einen sauberen Untergrund habe. Das mache ich jetzt ohne euch dabei zu haben, da seht ihr nicht viel, aber es gibt jetzt noch 2 Schichten. Wenn die wieder genug trocken sind, dann hole ich euch wieder dazu.
Jetzt ist auch die Speerschicht drauf. Sie ist also weit trocken, dass ich weiter arbeite. Den nächsten Schritt mache ich jetzt mit Candy sauber. Ich wollte eigentlich so ein AD-Sein drauf haben. Das heisst, wir fangen vorne mit Borderrot an, gehen dann ins Violett über und am hinten ist er dann blau. Ich wollte das Ganze aber nicht so abgehackt, damit man einfach sieht, bis dahin ist er mit dem Violett gegangen und dort fängt dann das Blau an, sondern ich wollte, wie wir es hier auch haben, einen stufenlosen Übergang. Da braucht ein bisschen mehr Arbeit, gerade mit Candy Lasuren ist das nicht so einfach. Deckende Farben kann man immer wieder überspritzen. Die sind ja Lasuren, das heisst, wenn ich einmal einen Fehler drin habe, dann ist er drin. Darum nehme ich jetzt auch hier wieder die vier Pistolen und muss mich halt wirklich langsam dran tasten. Zuerst mal grob einteilen, ganz dünn vorlasieren und wird dann immer intensiver, so dass ich das Ganze auspengeln kann. Ja, also legen wir los. Es ist vollbracht. Ich habe jetzt noch drei Schichten Klarlack drauf tun. Ihr seht jetzt, was ich damit wählen. Der Aufwand ist sehr hoch. Ja, bleibe gespannt, was weiter mit dem Maxi N geht. Ich mache jetzt noch ein paar Aufnahmen, wenn es geht, von außen für euch in den nächsten 1-2 Tagen. Dass ihr alles zusammen noch mal ein bisschen besser seht. Ich wünsche euch eine gute Zeit, eine gute Woche. Dann weiterhin unten abonnieren und bleibt dran. Es bleibt spannend. Tschüss miteinander.